Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Never Alone. Ja, die beiden kuscheln gerade und wir hören uns jetzt aber trotzdem wieder was an. Ein Mädchen und ihr Nanook. Wieso haben wir den denn nicht gekriegt? Verstehe ich jetzt nicht. Okay, die Bola. The Bola is what we call Kilimitown. And the Kilimitown is made out of braided sinew tied out to some heavy bone which you could twirl. In my case, we're catching ducks. When we're out whaling, sometimes the ducks start flying. And they're good for duck hunting. You know, if you're a whaling crew, you can't make too much noise, so you can't use a shotgun for getting some duck soup handy, you know? So bola was a really handy weapon to use for catching ducks. You know, the ducks fly in, you throw it up and tangles up the bird, and down they go. Na, das war kurz. Gestrandet. The scaredest I've ever been. I was 12 years old. We floated out on a piece of ice while we were duck hunting. It was a bluebird day, just clear blue skies. And there was three of us, myself, my brother, and my dad. Next thing you know, we see this dark, dark shadow on the ice. We look and it goes behind us. So we all jumped up, startled, and my dad, he started running. We got back to the ridge there. The ice had fractured, cracked and broke off, and we were floating away. We were drifting. It was close enough to where my dad would have made it. He stopped and he thought about throwing us across, and if one of us was on the other side, we would be split up. So he stopped, and he just so happened to have a cell phone on him. 911 didn't pick up. That's the worst feeling in the world right there. 911 did not pick up. So he left a message because they record their calls. Once he had relayed that information, his cell phone died. That was the scariest moment I've ever had in my life. We were floating away and I thought we were left for dead. He kept calm during this situation. He's bringing out everything positive in this case. You know, I'm crying, my brother's freaking out. It went from clear blue to dense, dense fog. Within a couple hours, we heard the chopper flying around, so they must have gotten our message. We thought we were saved, and then the chopper sound went away. So we lit some of the sled on fire. It's plastic. We thought black smoke in the fog would create some kind of marker. Chopper pilot had mentioned when we got rescued, you could see a glow in the fog, and he slowed down there, and sure enough, as soon as he slowed down, we got within visual. That was definitely the scariest moment of my life, was floating away and not knowing what the outcome was going to be. Krasse Geschichte. Das dicke Eis verschwindet. We're very much aware of the climate change. And it's been for many years, even before climatologists were noticing the change, Inuit were already saying, Sila alanoktok, our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming, and they're coming earlier, and sometimes rain is more than what we want. Because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young whaler, when I was 9 years old, we're hunting from ice that was about 25 feet thick. And there's giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice. It's creating
a malfunction in our whaling season is what it is. Actually, more than that, all seasons in general. I think we are more scientists than more people will realize. We have more knowledge of those things than people will ever know. So, und weil das mit der Bola so lange, nicht so lang war, machen wir noch ein Mädchen und ihr Nanook. Ich verstehe nicht, warum wir den nicht freigeschaltet haben. Verstehe ich nicht. Ich habe ja, was hätte ich denn vergessen können? Leben im Subsistenz. In Subsistenz. Wieder so ein Wort, das ich nicht kenne. In, you know, Arctic Alaska, hunting is a really important part of life. It's not just about going and shooting something, it's about going and putting food on the table. But more importantly, you know, subsistence hunting isn't just about the insular family unit, it's about feeding the whole community. And I think that's one of the beautiful things about subsistence hunting in Alaska is that people go out and they'll go get, you know, fish, or they'll get a caribou, and they'll get, you know, seals and whales. And one of the first things they'll do is they'll say, oh, I need to take this to the elders. This isn't just about one individual surviving or one family surviving, it's about the whole community. We didn't just go out and kill and put in a freezer. It's like a ritual that I learned from my parents. It's all about relationship. I don't know, I think there's a lot of camaraderie involved. And just being out on the land or being out on the ocean, it's like getting back in tune. I'd rather be out there. To me, once I go out there, it's the world that I learn from. Gut. Die beiden kuscheln immer noch und wir gehen weiter. Ich weiß nicht, ob wir die berühren dürfen oder ob die da einfach nur rumschwirren und uns überhaupt nichts tun können. Ich weiß nicht. Das sind ja Geister. Die sind ja nett. Also ist ja das Nordlicht. Das ist... Oh mein Gott. Wir dürfen es nicht berühren. Alles klar. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich weiß Bescheid. Das war ziemlich krass gerade. Gerade bin ich super durchgekommen und jetzt werde ich überall so. Aber dass wir das jetzt nicht berühren können, das ist... Okay. Nein! Ich muss da warten, bis der weg ist. Okay. Beide auch noch einzeln drüber bringen, oder wie? Weil der Fuchs wieder nicht geschafft hat, hinterher zu kommen. Thank you.
Ja. Logisch. Bleib du mal da hängen. Okay, das klappt so nicht. Ach, sie muss hochklettern. Oh, ich Dummnuss, ey. Ich Dummnuss. Und jetzt hoch. Genau. Boah. Ich habe gerade ein Problem. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich weiß nicht, wo ich da hin soll. Ist ja komisch. Wahrscheinlich dann hier hin, ne? Oh, das kann sein. Genau. Uhuhu. Jetzt warten wir noch, bis der da runter ist. Oh, schnell. Manchmal weiß ich nicht, wo ich lang muss. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Ah, das ist aber, das ist, nee, der muss noch ein. Okay, es geht nur zu zweit. Muss das denn dahin? Okay, da muss das nicht hin. Hä, wo muss es denn dann hin? Komm, Fuchs. Ich
brauch dich. Kannst doch da nicht pennen, ey. Ach, jetzt verstehe ich, wo es runter muss. Ja, du sollst ja auch runtergehen. Nein, Gott. Oh, nein, Leute. Oh Mann. Also drücken kann ich nicht. Ich muss schieben. Und zwar in diese Richtung. Fuchs, kommst du mal hier bitte hin? Danke. Wo bin ich? Ja, ja. Was macht ihr da? Und das ist gar nicht so einfach, ey. Wow. Oh, wir müssen uns einmal festhalten. Wow, 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 wow. Oh Mann, komm schnell. Joi! Hallo Gott! Was würde die jetzt nur ohne den Fuchs machen? Ja, sie kommt da nicht durch. Wow. Bin ich auch noch umgefallen, ey. Ja, sag einmal. Scheiße. Jetzt springt sie auch noch hinterher. Ich muss warten.
Oi, 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 was ist das denn? Oh, wir müssen da vorher abspringen. Ja, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich dachte, wir müssten uns vielleicht da drauf bücken oder so. Um nicht irgendwas am Kopf zu kriegen. Das glaube ich ja jetzt nicht. Der Computer hat sie gesteuert. Praktisch. Oh mein Gott! Oh mein Gott, sofort! Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, bitte sei an. Boah. Ich fange gleich an zu heulen. Deregan neak allangokone magit kesak. Naga denai tuak ataramek. Ich muss mal kurz. Oh mein Gott. Oh, ich bin. Oh. Sowas geht mir ja ziemlich nah, ne? Wenn irgendwie ein Tier stirbt in einem Spiel oder Filmbuch. Also ich bin gerade echt am Heulen. Oh Gott, das macht die Wiedergeburt überhaupt nicht wieder gut. Ich bin gerade ein bisschen. Ich bin schon wieder voll am Heulen. Eieiei. Boah, das war hart. Ich weiß nicht.
Uh-huh. Kulange Hiligo, the park to Nunangat. The Rigan name Kinyak Titke, Kanutun Pekpakanak Tilangi Sule, Ikayui Road, Eat Kuchich. Ja, das schafft sie. Uhala. Oh, ein Häschen. Na, wo willst du denn hin? Aha, okay. Oh, warte aber da. Ach, man hört immer noch mein Stupfen. Oh mein Gott, das ging mir gerade nah. Aber der. Ich hätte warten müssen. Uhu. Der Park tut in Jungit. Salab Kehuting. Pakalagat Derigan mehr. Sule ikayo hulugo nebe aksi agarwaluk igilagin ingani. Muss das mal abwarten? Ja, genau, Danger. Jetzt musst du knurren. Danger ist jetzt auch sauer wegen dem Fuchs. Wow, 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 wow. Hoppala, ich muss da in der Nähe bleiben. Oh, da, da. Oh, nein! Jetzt bin ich weg. Geflogen. Okay, Leute. Sag eh, tschüss, bis zum nächsten Mal.